Moin Moin, seid gegrüßt. Neue Runde Tropico 6. Liebe Leute, wir haben schon wieder einen Strommangel. Was ist denn da passiert? Sind alle schon wieder gestorben oder was? Wir brauchen mehr Kohle. Keine Kohle, keine Strom. Das ist doch ätzend. So, also wir können hier wieder um 20.000 bitten und machen 20 miese. Ja, das machen wir aber gerne. Kein Problem. So. Langsam, aber sicher, liebe Leute, steht unsere finanzielle Basis wieder. Ne? Das Rückgrat unserer Nation hier ist ja unsere zahlreichen Plantagen in allen möglichen Bereichen. Und ja, ich habe super krass viel Personal in letzter Zeit abgeworben aus dem Ausland. Wir haben sehr, sehr hohe Bevölkerungswachstumszahlen. Wir haben immer noch 60 leerstehende Wohnungen, stand jetzt, und 162 freie Arbeitsplätze. Und wenn das so langsam Verbrecher bellen. Tut mir leid. Heute bitte nicht. Können wir die Maskenpflicht eigentlich mal wieder aufheben? Mal gucken. Schaffen wir extra mehr Wohnraum in der Gegend. Und so wird es einem hier gedankt, oder was? Es gab einige Möglichkeiten. Nichts Illegales. Naja, nichts, bei dem bewiesen werden kann, dass es... Eine Luxusvilla. Will denn da wohnen? Aber ich baue einfach mal eine. Also demnächst wollen wir wieder Geld haben. Kommt hoffentlich gleich wieder ein Frachter an hier. Sieht so aus. 32.000 erwarten wir. Und dann sind wir 33 erwarten wir. Das ist ein schöner Ahnung, Leute. Mit dem Krams. Zack. Geld ran. Wir müssen aber, bevor ich jetzt sage, juhu, wir machen hier mega Party und wir sind reich und haben überhaupt gar keine Probleme mehr. Sehe ich mal lieber zu, dass noch so ein paar ausgewählte Produktionen voll sind, wirklich, ne? Hier sieht echt schon gut aus. Das muss dann jetzt endlich mal so sein. Dass wir nicht immer ständig in die Miese geraten. Wir haben jetzt noch 2 Jahre Zeit. Kommt erst ab Kalten Krieg. Vielleicht noch eine Kirche zu bauen. Arbeitsqualität, Servicequalität, Besucher 18. Oder noch eine Kapelle oder beides. Wir müssen doch auch beides. Habe ich nicht schon eine Kirche? Da ist eine Kapelle und da hinten ist eine Kapelle. Wir haben tatsächlich noch keine Kirche. Rein passt sie hier leider nicht mehr. Es ist ein großer Tag für unsere Genossen. Ja, wir hatten zur Feier sogar einen Kuchen. Canal Uno! Mehr als nur El Presidentes Lieblingssender! Ich gehe mal wieder ein bisschen auf Zufriedenheit. Was steht da?
Wir lieben Präsidente von ganzem Herzen. Und jetzt arbeiten wir so ein bisschen am Glauben, ne? Und sogar drei Kapellen. Okay, weiß ich gar nicht. Jetzt noch die Kirche dazu. Zustimmung, 580 Leute. Das läuft jetzt wieder. Bin positiv überrascht. Aber schon untergehen sehen hier. So, Leder. Ja, mit den Tieren generell, da haben wir noch ein bisschen wenig eigentlich, ne? Da müssen wir auch mal bald sehen, dass wir irgendwo noch eine Ecke mit Tierenkrams machen. Vielleicht hier noch, weiß ich genau. Aber erstmal haben wir jetzt hier unser neues Wirtschaftsgebäude, ne? Fokus auf Missionstraining. Liefern Sie taktische Informationen. So. Sabotieren. Sabotieren. Viermal. Tourismusindex. Wir haben noch überhaupt gar keinen Tourismusindex, stand jetzt. Aber es ist auch, weil ich irgendwie dieses Teil auch noch nicht platziert habe. Vielleicht machen wir das aber mal. Obwohl, das kostet ja auch Geld, ne? Weltwunder. Nicht genug Geld. 10.000 kostet das. Wir haben bald wieder Vor-Pandemie-Niveau erreicht. Ich denke, mit der Kirche, die jetzt gerade fertig gebaut worden ist, mit einem dicken Budget. Jeder Arbeiter schafft 2 zusätzliche Besucherplätze. Service sinken. Nö. Verringert die Besuchszeit. Nice. Wir haben irgendwas gehandelt. Nickel. Ananas. 81%. 28.000. Das ist aber auch recht viel. Aber egal. 622, liebe Leute, 30 Zuwanderer wieder. Oh, und direkt wieder krass ins Minus rein. Schade. Aber nicht schlimm. Kein Gummi mehr. Ananas ist voll. Baumwolle noch nicht. Nice. Tabak ist fast gar keiner hier, weil er auf, was weiß ich. Der ist im Mond. Wir sind mit unserem Tabakhandel. Ah, das dauert noch Jahre. Stellen Sie mehr oder bessere Kirchengebäude zur Verfügung und sorgen Sie dafür, dass sich in der Nähe alle Bürger ein solches Gebäude befinden leisten können. Ich muss doch jetzt mal ordentlich hier einen Schub nehmen. Nicht, wo ich mit meinem Palast hin soll. Dann hätte man hier zentral schon noch ein bisschen Platz für irgendwelche Gebäude.
Immer wieder gucken, was erwarten wir wohl mit dem nächsten Handel. Aktuell 30.000. Gold, rote. Ja, ein paar Masken. Infizierter. Ja, okay, das dauert. Weil, guck mal, da steht eine Bürger müssen religiöse Gebäude besuchen, um ihre Glauben von Zeit zu Zeit zu erneuern. Die Servicequalität dieser Gebäude bestimmt dann den Glaubenszufriedenheitsfaktor der Menschen. Bürger mit einer sehr geringen Glaubenszufriedenheit gründen keine Familien. Das dauert jetzt leider. Also ich glaube, wir sind eigentlich so weit, dass wir jetzt mit der Kirche... Ja, eine zweite Kirche wäre vielleicht hier drüben nicht komplett verkehrt. Oder hier oben oder irgendwie sowas. Damit ich schneller... Oh, 640 Leute. Ganz knapp. Haben wir es geschafft. Endlich. Kakao. Hier haben wir noch ein Tabakproblem. Das ist natürlich ärgerlich, weil Tabak brauchen wir auch im Export. Hier ist noch ein riesiges Tabakproblem. Das lösen wir jetzt. Also Kaffee macht auch Sinn, dass wir nochmal gucken. Den zweiten Kaffee. Ja. Und hier sogar noch ein Tabak. Also Tabak haben wir genug. Verstärken Sie bitte Ihre Armeen, Präsidente. Wir haben Feinde zur Rechten, Aufständische zur Linken, Dämonen unter den Füßen und Flugsaurier über den Köpfen. Ja, ich würde gerne Waffen herstellen. Wer gerade aus der vierten Dimension zum Angriff auf uns bläst. Warum sollten Sie sich auf den Kampf vorbereiten, wenn Sie für die Arbeiter kämpfen sollten? Präsidente, helfen Sie bitte den Genossen. Sie schwitzen gemeinsam für Tropico. Ja, aber das ist nichts. Wir müssen Waffen herstellen, weil wir das brauchen. So, was sagt Ash wieder? Achso, die Luxusfüller wollte ich bauen, ja. Waffen exportieren hat er halt auch mit drin. Nächster Handel 10.000, das ist ein bisschen wenig. So, wir machen wieder ein bisschen Effizienzsteigerung bei unseren Transportbüros, dass sie wieder ein bisschen mehr transportieren, denn so langsam kommt unsere Wirtschaft wieder ans Laufen. Und dann brauchen wir natürlich auch wieder die Leute, die das auch alles transportieren, weil wir ja jetzt auch wieder Ware haben. Das ist schon praktisch. So, wir können mal, glaube ich, Brote zu den Alli, aber aktuell habe ich ja gar nichts. Ich habe ja gar keinen Slot frei, ne? Oh, das ist aber weniger geschafft, als ich gedacht hätte, ehrlich gesagt. Baumwolle, Kaffee. Die Tabakgeschichte und Ananas. Das dauert alles noch sehr lange. Da brauchen wir uns eigentlich gar keinen Kopf drum machen. Damit du mehr einlagern könntest und dann schneller mehr verkaufen könntest. Ja, es gibt irgendwie so Lager. Aber guck mal, du kannst theoretisch im Hafen, könnten wir 10.000 einlagern. Und das habe ich bisher noch nie übertroffen. Jetzt ist auch gerade gut Ware angekommen. Also hier kommen ständig die LKWs an und bringen irgendwas. Jetzt erwarten wir 39.000 mit dem nächsten Handel und bestimmt auch wieder ein paar Leute. Jetzt retten wir noch ein paar.
Die Alliierten haben uns ja auch schon mehrfach angegriffen, also ich denke, das ist durchaus berechtigt, dass wir die angreifen. Judith. Ich brauche aber nochmal Kaffee. Also nochmal Kaffee, habe ich gesagt. Ist auch hier auch perfekt. Ist auch die beste Region hier für Kaffee. So, das hier. Geht noch nicht. Nicht Mono, sondern auch Multi. Also zwei hat er ja zumindest. Hier eine 67-prozentige Effizienz hin. So, machen wir mal so. Gucken wir mal, wie sich das jetzt verhält. Wir bauen oder können zumindest schon mal im Industriebereich schauen. Verarbeitet Kohle und Eisen zu Stahl, Waffenfabrik. Verarbeitet Stahl und Nickel zu Waffen. Hier fehlt Fell. Und hier fehlt jetzt beides. Summen sind aber in Ordnung, die wir da haben, also. Es brennt denn. Vielen Dank für Raid, seid gegrüßt. Moin Moin. So, wir sind mit dem wieder ganz gut. Bei dem sind wir auch aktuell sogar bei 50. Aber ich möchte ja möchte eine neue Forderung haben von denen. Eigentlich nicht zwingend. Haben wir genug eigentlich mit unseren eigenen gerade zu tun. Luxusvilla bauen. Ja, genau. Sollen wir das mal gucken, ob wir es jetzt hinkriegen? Damit wir das schaffen, eine Luxusvilla. Hier am Wasser, ne? Das war hier ein idealer Ort für einen Luxusvilla. Leider ein bisschen Einfluss von Kraftwerk. Danke, danke. Das ist die Polizeiwache. Ja. 38 von 46 haben wir nur noch 22 Tage, das werden wir nicht schaffen. Aber wir haben es deutlich gesteigert. Aber klar, das werden sich merken, ne? Das wird sich für die nächste Wahl für die Religiösen negativ auswirken. Das heißt, wir müssen die Religiösen beim nächsten Mal nochmal wieder ankreiden, dass sie dann, dass wir schon verstanden haben, dass sie unzufrieden sind. Was ist das? Kokosnüsse. Ja, wir kriegen keine Kokosnüsse rein, weil der ja auch entweder vielleicht sogar noch kaputt ist. Der hat auch gar keinen Platz mehr, ne? So, wir brauchen jetzt eine Waffenfabrik. Erstmal bauen wir das Stahlwerk. Obwohl, der Stahl, da brauchen wir Eisen und Stahl. Also würde ich natürlich jetzt erstmal eine Eisenmine bauen und eine, ja genau, eine Eisen. Hier haben wir Eisen und hier haben wir Eisen.
Sehr gut, sehr gut. Ich bin froh. Halt mal rein mit Moneten. So, und dann haben wir gerade eben gesehen, brauchen wir noch so eine Nickel. Das sieht schon mal gut aus. Hier sind Ölquellen. Wollten wir auch erschließen. Weil wir sind fast bei 700 Leuten. Jetzt sage ich ja, jetzt läuft es wieder. Jetzt werden wir auch gleich ordentlich in die Gewinnzone wieder reinkommen. Weiß nicht, wie ich. Ah, gut, so eine Brücke baut er einfach so. Kostet auch, geht so. Das sieht schon cool aus, eigentlich. Dann können wir da rüberkommen, weil hier wollten wir den Tourismusbereich dann auch mal irgendwann erschließen. Nochmal ein Apartmenthaus bauen. Zwei Häuser. So, läuft langsam an. Jetzt brauchen wir ein Stahlwerk, aber dafür müssen wir erstmal die nächste Portion Geld wieder sparen, ne? Was haben wir denn jetzt? Wir haben noch 93 offene Arbeitsplätze. Obdachlose Familien 13, leerstehende Wohnungen sogar nur 6. Aber wir setzen ja gerade wieder einen neuen Wohnraum an. Hier könnten wir vielleicht, wenn wir Geld hätten, auch nochmal irgendwie ein bisschen was zum Wohnen aufbauen. Stahl exportieren. Sprechen irgendwelche dieser Angebote Sie an? Die Waffen, Sie sind alle völlig legitim. Ja. Wie wäre es mit Überfallpunkten? Kostet die nächste Handelslizenz 15.000, das ist doch teuer. Waffen herstellen, Waffen exportieren. So, bleibt das nächste Schiff. Wann kommt das? 2 Monate noch. 32.000 wird erwartet. Nein, Feuer wütet. Oh. Die sind alle nicht im Misthaufen-Range, oder was? Warte mal. Wir haben doch nur 2, ne? Ja, damit wir die 3 nochmal reinkriegen, müssten wir vorne auch nochmal einen Misthaufen bauen, tatsächlich. Und für Unterhaltung sollten wir für die hier auch nochmal sorgen, weil die, die hier wohnen, sind nicht so bespaßt, ne? Mir bekannt vor. Ja, wir haben nämlich hier gar keinen Spaß in der Region. Hi Press. Junge, fühle ich mich heute gut. Klinik. Die Kurse sind über Nacht stark gestiegen. Ich liebe es, reicher aufzuwachen. Ja, früher oder später machen wir das. Können wir auch eine abreißen und dann wieder eine neu bauen. Weil wir hatten noch eigentlich 2, ne? Ja. Was ist, wenn ich die jetzt... Da habe ich kein Geld für.
So, bleibt das Schiff. Oh, da war's. Leute. Guck mal, das Geld. So, jetzt können wir hier erstmal sorgen wir für ein bisschen Spaß. Taverne. Tanischer Garten. Kirmespier bietet Spaß für besuchende Bürger und Touristen. Von Touristen, Kindern, bevorzugt Besucher müssen mindestens arm sein. Restaurant. Partyzeppeline, schwimmendes Restaurant. Besuchern Spaß. Muss auf Wasser platziert werden, wenn es auf Fisch am Platz platziert wird. Unterhalt um 50% verringert. Service wird auch nur erhöht. Die Platzierung auf einem Küsten- in Korallenriff erhöht die Effizienz des Gebäudes zusätzlich. Noch müssen wohlhabend sein. Verringert Umweltverschmutzung. Das ist aber groß. Schnaps gibt es neben der Kirche. So, mehr Häuser in dieser Region, ne? Weil hier hat sich ja viel getan. So, dass ich hier noch offizieller wohne. Nee. Also auf jeden Fall davon nochmal zwei bauen würde. Und nochmal Haus. Na, Luxusvilla wohnen sogar schon Leute. Brauchen wir nochmal zweite. So. Dann müssen wir natürlich gucken. Da ist alles in der Range. Und dann würde ich jetzt den noch abreißen. Genau, den abreißen. Und dafür einen neuen einfach hinsetzen. Fertig. Nur um die Forderung zu erfüllen. Noch alles. Okidoki. So, dann unsere Kohle-Stahlindustrie läuft an. Dann sind wir jetzt wieder im Fabrikenbereich. Wir sind wieder im Geschäft, Leute. Ein Stahlwerk brauchen wir. Schön weit hier oben, weil es ist ja sehr dreckig. Ich weiß nicht, ob wir dann nachher Parks rumsetzen können, um das so ein bisschen abzumildern, da die Umweltverschmutzung. Weil es gibt ja diese Baugeschichte hier, ne? Dekoration. Bringt ein bisschen Schönheit. Großes Ding bringt sogar richtig Schönheit. Kämpft man so ein bisschen gegen den aber ist ja hoffnungslos hier, ne? Aber ist cool gemacht, finde ich, dass man dann auch so ein bisschen diese Veränderung sieht. Hier ist natürlich auch echt schwierig, da haben die Leute eigentlich auch nicht so Bock zu wohnen, weil da ist mittendrin diese Gerberei halt, die ist echt und hier halt das Ding, ne? Breakfast, na moin. Guten Abend. So, ran mit der Ware. 12.500 erwarten wir. Wir haben wieder das Schlimmste überstanden. Die Zeit ist aber auch schon wieder rum. Bis zur nächsten Folge. Bis dann, vielen Dank und tschüss.